das Wutzrock Tutorial. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Tutorial für unser Merchandise. Es geht um das Bändchen. Wir wollen es anlegen. Ja, der Mensch reagiert noch etwas verhalten, liegt vielleicht an der Kneifzange, die gleich zum Einsatz kommt. Aber legt doch erstmal das Bändchen an, ranziehen, etwas Luft lassen, damit die Hand zum Atmen kommt. Jetzt kommt die besagte Zange und es geht auch ohne Schmerzen. Alles wird gut. Und damit ihr nicht drauf tretet, wird noch das Ende abgeschnitten. Und damit es noch hübscher wird und alles zusammenhält, wird es noch abgeflamed mit eurem Feuerzeug. Das wär's auch schon mit dem Bändchen anlegen. Sieht das klasse aus? Wie oft passiert das mit dem Bändchen? Ich will es anlegen, auf einmal ist die Klammer ab. Ja, aber wie kriege ich sie wieder drauf? Es ist ganz einfach, wie bei Bettlaken. Einfach falten, falten und die Öse wieder draufstecken. Und schon habt ihr euer Bändchen samt Klammer zurück. Ja, das mit dem Bierchen ist auch immer so eine Sache. Mal kriegt man es auf, mal nicht. Aber es gibt unseren speziellen Universalöffner. Aus echtem Alu. Aus echtem Alu. Zack, ist die Knolle offen. Und jetzt geht's ums Einschenken. Passt ein bisschen auf. So wird die Hand krumm. In einem Winkel von ca. 30 Grad ergeht es euch besser und auch dem Bier besser und ist es schneller im Hals. Prost! Ein Button ist klasse, aber 20, der Hammer! Doch wie schütze ich dieses Gesamtwerk? Natürlich mit den Wutzrock-Schonaufklebern. Wunderschön. Das war's jetzt auch mit unserem Tutorial. Viel Spaß bei Wutzrock.